Hallo Kackbratzen. Hosokodo Girigiri Kamoshiro. Es gibt eine Reihe von Horrorspielen auf der PlayStation 2, die leider nur in Japan veröffentlicht wurden und somit offiziell auch nie eine Lokalisierung erhalten haben. Zudem gibt es noch eine mysteriöse Sprachbarriere, die den Zugang zu den ohnehin kaum erhältlichen Spielen noch etwas erschwert. Zum Glück gibt es für einige Titel in Romhausen eine Fanübersetzung, aber eben nicht für alle Spiele, darunter auch der fast unendlich große Schatz der Simple-Serie aus dem Hause D3 Publisher. Die Spiele der Simple-Serie waren in der Regel nicht immer für ihr ausgefeiltes Gameplay bekannt. Das heißt aber nicht, dass wir unter all den Billigproduktionen nur reihenweise saure Gurken finden. Tatsächlich gibt es einige Spiele, wie etwa ein Global Defense Force oder auch One Night Shanbara, die nicht nur einen regelrechten Kult erschufen, sondern auch einige Fortsetzungen erhielten. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die Simple-Serie ein Spielplatz für Entwickler war, die so ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten und ein wahres Potpourri an unterschiedlichen Spielen auf den Markt brachten. Von kleinen Rätselspielen, Simulatoren, Racer, Adventure und Actionspielen war alles dabei. Auf der PS2 waren die Simple-Serie-Spiele allerdings für hauptsächlich zwei teils sehr große Elemente bekannt, um die man dann ein wenig Gameplay herumstrickte. Titten und Arsch. Und wer denkt da nicht an so grandiose Titel wie Demolition Girl oder auch die Mini-Rock-Polizei? Heute geht es leider nicht um kurze Röcke oder pralle Bikinis. Aber keine Angst, wir kommen mit absoluter Sicherheit noch auf diese Titel zu sprechen. Das Spiel von heute hört auf den wunderbaren Namen The Taiya Yujigoku und wurde im Jahr 2007 exklusiv für die PS2 veröffentlicht und ist wohl eines der seltsamsten Survival-Horror-Spiele, die je für die PlayStation veröffentlicht wurden. In der sehr bizarren alternativen Version von Alice im Wunderland schlüpfen wir in die Rolle des Schulmädchen Erika, die in einem Klassenzimmer ihr Handy vergessen hat. Und welcher Zeitpunkt ist der beste, um sich auf die Suche nach einem verlorenen Gegenstand in einer leeren Schule zu begeben? Natürlich nachts. Vorsichtig bewegen wir uns durch die Korridore und folgen dem Klingeln des Telefons. Wir finden zwar ziemlich schnell das Klassenzimmer, doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. Ein nerviges Kaninchen hat ihr Telefon gestohlen und flüchtet durch ein Portal. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als dem kleinen Penner zu folgen. Doch hinter dem Portal gibt es keine bunte Welt mit einer illustren Teeparty und einem verrückten Hutmacher. Stattdessen landen wir in einem kompletten Albtraum, mit finsteren Wäldern, Abwasserkanälen und auch eine ziemlich schreckliche Burg, in denen es jeweils nur von schrecklichen Insekten und anderen Tierchen und fliegenden Augäpfeln wimmelt. Holt euch also vorsorglich ein wenig Insektenspray und sorgt für ausreichend Nervennahrung, denn dieser Trip in die Hölle hat es definitiv in sich. Und auch wenn es für das Spiel keine Fanübersetzung gibt, kommt man auch ganz gut ohne große Japanischkenntnisse durch die Story. Die Schule ist der Ausgangspunkt der Gameplay-Schleife. In den verschiedenen Klassenzimmern versteckt, findet man jedes Mal ein neues Portal, das uns in eine andere und jedes Mal schreckliche Hölle bringt. Das Prinzip eines jeden Level ist dabei immer das gleiche. Man schleicht sich durch das Level und wehrt die ekelerregenden Feinde ab und begibt sich jedes Mal auf die Suche nach dem Kaninchen. Die Fellnase lässt nicht nur kleine Briefe fallen, die die Geschichte des Spiels erzählen und uns mit nützlichen Hinweisen versorgen, sondern auch pro Level einen Schlüssel, mit dem sich das Tor zum finalen Bosskampf öffnen lässt. Der Weg zum Boss ist aber teilweise mit kleineren Hindernissen blockiert, die mit kleinen Rätseleinlagen verbunden sind. Das Kaninchen lässt sich dank der Markierung auf der Karte in der Regel eigentlich ziemlich leicht finden. Optional kann man auch dem Klingelton von Erikas Handy folgen. Schwieriger wird es jedoch, wenn man es einfangen möchte. Grundsätzlich kommt man aber gut voran, wenn man sich auf Zehenspitzen nähert, denn macht man nur das kleinste Geräusch, wird die Fellnase die Flucht ergreifen. Hat man alle Hinweise gefunden und den anstehenden Bosskampf überlebt, geht es wieder zurück in die Schule, wo dann schon ein neuer Trip ins Unwunderland auf uns wartet. Grundsätzlich ist Taiya Yujigoku mehr ein Stealth als ein Horrorspiel. Erika kann in die Hocke gehen und geduckt ein Level durchqueren oder auch auf Zehenspitzen durch das Level schleichen.
Man kommt zwar nicht besonders schnell voran, aber somit spart man sich eine Menge Stress. Man kann zwar auch durch das Level rennen, aber somit zieht man schon nach wenigen Sekunden die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich. Das Problem ist, dass man es auch gleich mit einem Schwarm des gleichen Gegnertypen zu tun hat und man so Gefahr läuft, sich unrettbar von der Masse umzingelt und erstickt zu werden. Zum Glück bietet das Spiel eine große Auswahl an Waffen. Allerdings halten die Golfschläger und andere Hiebwaffen nicht für die Ewigkeit und gehen schon nach kurzem Gebrauch zu Bruch. Einige Waffen sind stabiler als andere, je nachdem, ob sie aus Holz oder Metall sind. Aufgrund der zerbrechlichen Natur der Waffen sollte man sie eher für härtere Gegner aufheben. Insbesondere den Golfschläger, da der besonders hilfreich gegen die Bosse ist. Grundsätzlich kann man an den Horden von Insekten oder Fröschen ganz bequem vorbeischleichen. Für andere kleinere Gegnertypen, insbesondere Spinnen, gibt es noch einen viel wirkungsvolleren Angriff. Springen! Nichts ist schöner, als eine Horde ekelhafter Krabbeltiere mit seinen Schuhen zu zertreten. Wer geschickt genug ist, kann auch einen Feind greifen und ihn dann gegen seine kleinen Freunde donnern, was sogar den Vorteil hat, dass sich das betreffende Tierchen in Luft auflöst. Und natürlich besonders hilfreich ist hier auch das Insektenspray, dessen Vorrat eben nicht unendlich ist. Das Problem mit den Biestern ist, dass sie sich mit den normalen Waffen nur für einen kurzen Moment vertreiben bzw. außer Gefecht setzen lassen, denn schon kurze Zeit später sind sie wieder hinter euch her. Das besonders Grausame an der Sache ist, dass sie die kleine Erika umzingeln und an ihr kleben bleiben. Wer sich nicht schnell genug von ihnen befreit, wird vor lauter Angst ziemlich schnell ins Gras beißen. Andere Gegnertypen, wie etwa die fliegenden Geisteraugen, lassen sich nur mit speziellen Talismännern besiegen. Allerdings muss man diese auch erstmal finden, was bedeutet, dass man unglücklicherweise jede Ecke eines Level abgrasen muss. Es lohnt sich, da sich zum Beispiel der vierte Boss auch nur mittels dieser kleinen Helfer besiegen lässt. Erika kann ihre Energie durch kurzes Innehalten oder langsames Gehen wieder auffrischen. Effektiver sind kleine Bonbons, die sie einwerfen kann, wobei die Party-Popper-Variante sie zudem für einige Sekunden unsichtbar für ihre Gegner macht. Rein vom Gameplay her ist Taiyu Jigoku kein wirklich gruseliges Spiel. Für alle, die jetzt im echten Leben Probleme mit Spinnen und anderen Krabbeltierchen haben, die überlebensgroß durch die Gegend laufen, wird das Spiel aber wohl eine panische Angst erzeugen. Wo aber einem der Arsch doch ein wenig auf Grundeis gehen wird, sind die Bosse. Hier ist man wirklich in die Vollen gegangen und hat hier einen Haufen aberwitziger und absolut grässlicher Monstrositäten ins Spiel geworfen. Hat man aber die richtige Taktik und vor allem die richtige Waffe zur Hand, lassen sich die Monster relativ einfach besiegen. Wenn man alle Level überlebt hat, findet man sich am Ende auf dem Dach des Schulgebäudes wieder. Auge in Auge mit dem Kaninchen. Erika hat panische Angst, dass die Fellnase ihr Handy zerschmettert und geht in die Vollen. Sobald man den pelzigen Dieb besiegt hat, kann es zu verschiedenen Spielausgängen kommen. Ob man nun das gute, schlechte oder neutrale Ende erhält, hängt in erster Linie davon ab, wie viele Briefe man insgesamt gesammelt und wie viele Monster man aufgegabelt und geworfen und wie lange man insgesamt gebraucht hat, um das Ende zu erreichen. Die kleine Fellnase sieht in dem Handy einen magischen Gegenstand, denn es ist nicht nur eine interessante Spieluhr, sondern auch eine magische Laterne, wobei es sich im Grund nur um den Klingelton und das Blitzlicht der Kamera des Telefons handelt. Aber was weiß ein Kaninchen schon von moderner Technologie? Jedenfalls stellt sich heraus, dass das Kaninchen ausgeschickt wurde, um seine Königin aufzuspüren, die in die reale Welt entflohen ist. Der Hoppelhase dachte mit Erika seine Majestät gefunden zu haben, da das Mädchen perfekt auf die Beschreibung passt. Helle Haut, lange Haare, zwei Arme, Möpse und Beine. Im normalen Ende erklärt Erika, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Das Kaninchen erkennt den Fehler und läuft weg, um die wahre Königin zu finden und lässt Erika in der alternativen Welt gefangen. Im guten Ende gibt das Kaninchen Erika ihr Handy zurück und sie wird auch wieder in ihre eigene Welt gebracht, wo sich schon ihre Mutter beschwert, dass Erika mal wieder viel zu spät dran ist. Aber Erika hat Glück im Unglück, denn Erikas kleiner Senpai wartet schon auf ein Date mit seinen Oppais. Das schlechte Ende ist ein wahrer Albtraum, denn es scheint so, dass die kleine Erika von unzähligen Käfern umzingelt und von ihnen aufgefressen wird. Insgesamt muss man aber sagen, dass Taiyu Jigoku für eine Billigproduktion ein erstaunlich hochpoliertes Spiel ist. Die Grafik ist völlig in Ordnung, auch wenn man mit sehr vielen knusprigen Pixeln rechnen muss. Alle Gegner und vor allem die Bosse wurden ziemlich gut gestaltet und auch die Level spiegeln die Hölle auf Erden wider, auch wenn es meistens doch sehr, sehr dunkel ist.
Gerade das Schulgebäude lässt einem Gänsehaut auf der Gänsehaut wachsen, obwohl hier einem nichts passieren kann. Es ist aber die grafische Gestaltung, die einem Angst einflößt. Die leeren Schulflure bieten deutlich die typischen Grenzraumbilder und gepaart mit den verschiedenen festen Kamerapositionen ergeben sich im Laufe des Spiels einige wirklich großartige Kompositionen. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Taiyu Jigoku ist Teil der Simple-Serie und in der Regel wurden diese Spiele in wenigen Wochen aus dem Boden gestampft. Wochen, nicht Monate oder Jahre. Und in Verbindung mit einem kleinen Budget und vielen technischen Einschränkungen ist es den Entwicklern fast jedes Mal gelungen, ein Spiel zu entwickeln, von dem sich heute milliardenschwere Produktionen nur eine Scheibe abschneiden können. Stattdessen bekommt man nach Jahren einen Haufen heißer Scheiße serviert und man verlangt dann knapp 100 Klöten. Selbst der Sound ist perfekt. Die Musik unterstreicht die absolut dichte Atmosphäre und selbst die Sprachausgabe ist kein Brechdurchfall. Als Bonus kann man der kleinen Erika ihren Tokioter Akzent austreiben. Stattdessen spricht sie dann wie ein Mädchen aus Osaka oder Okinawa, was aber uns im Westen vermutlich nicht direkt auffallen wird. Der einzige Nachteil ist vielleicht, dass das Spiel relativ kurz ist, aber weil man in der Regel eine Menge Bonus-Items freischalten kann und man auch alle drei verschiedenen Spielausgänge sehen möchte, hat man am Ende doch sehr viel Spaß mit der kleinen Horrorperle. Unter all den hunderten von Simple Series Spielen gehört Taiyu Jigoku tatsächlich zu meinen Lieblingstiteln, dicht gefolgt vom Partyspiel Mobitate Mitsugi. Solltet ihr über das Spiel stolpern, dann müsst ihr ohne zu zögern sofort zugreifen. Es gehört definitiv zu den entspanntesten Horrorspielen, die ihr auf der PS2 finden könnt. Und auch wenn ihr kein Japanisch könnt, lässt sich das Spiel relativ einfach und unkompliziert spielen. Die Steuerung ist nicht überladen und relativ fehlerfrei. Es ist vielleicht ein wenig stressig, wenn man wieder in einem Schwarm Wespen oder Kakerlaken landet, aber man bekommt ganz schnell den Dreh raus. Wer also auf Horrorspiele mit Seltenheitswert steht, kommt um diese Perle nicht herum. Also ab nach Romhausen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.